Über die Zäune und das Gerüst erhob sich eine tönerne Statue von 12 Ellen Höhe, ein Pferd. Es war der sogenannte Koloss, das Werk Leonardo da Vincis. Das Riesenpferd aus dunkelgrünem Tone bäumte sich. Mit den Vorderhufen drohte es, einen Krieger niederzutreten. Der Reiter war der große Condottiere Francesco Sforza, der Abenteurer, der sein Blut für Geld verkaufte, der halb Soldat, halb Räuber war. Als Sohn eines armen Bauern aus der Romagna entstammte er dem Volke. Er besaß die Stärke eines Löwen und die Schlauheit eines Fuchses und erreichte den höchsten Gipfel der Macht durch Verbrechen, Heldentaten und Klugheit. So starb er auf dem herzoglichen Throne von Mailand. Ein fahler Sonnenstrahl fiel auf den Koloss. Giovanni sah in den Gesichtszügen des Triumphators die gutmütige Ruhe des satten Raubtieres ausgedrückt. Am Fuße des Denkmals nahm er die von Leonardos Hand in den weichen Ton geritzte Doppelzeile wahr. Expectant animi molemque futuram suspiciunt fluat es vox erit ecce Deus. Die letzten Worte erschütterten ihn. Ecce Deus, sehet welch ein Gott. Ein Gott, wiederholte Giovanni, indem er auf den Koloss und auf das vom Pferde des Gewalttätigen niedergetretene menschliche Opfer blickte. Der stille Speisesaal im Kloster Santa Maria delle Grazie, die blauen Höhen Zions, die himmlische Schönheit des Johannes und das Abendmahl jenes Gottes, von dem gesagt worden ist, Ecce Homo, sehet welch ein Mensch, traten lebhaft vor seine Augen.